Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Eine Frage-Antwort-Orakel, was unseren Alltag betrifft, am 16. Januar 2018. Das Spiel des Lebens. Es ist manchmal gut, wenn wir etwas spielerisch betrachten oder mit Humor, weil das schenkt uns Leichtigkeit und hilft uns dabei, unserem Leben nicht zu verspielen. Dieser Orakel ist eine Frage-Antwort-Orakel, hilft auch bei Entscheidungen. Wichtig ist, dass ihr spontan, intuitiv eine Karte auswählt von diesem Karussell. Wenn ihr weiteren Fragen habt oder möchtet ihr etwas klären, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Das geht auch blitzschnell. Ihr schreibt ein E-Mail, stellt euren Fragen und ich beantworte das auch schnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Aber vielleicht hilft auch diese Orakel. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Schauen wir das an. Jemand beobachtet euch. Das kann auch bedeuten, dass jemand kontrolliert euch, ganz klar. Aber bedeutet auch, dass jemand aufmerksam geworden ist auf euch. Auch wenn ihr das nicht wahrnehmt, weil das passiert hinter euren Rücken, aber jemand schaut nach euch. Und das ist auch gut, weil hier kommen dann Handlungen. Es bleibt nicht nur bei dieser Beobachtung, sondern es werden auch Handlungen kommen. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier erscheint die Kelche. Kelch ist immer ein Symbol für Gefühle. Also hier handelt es sich um Gefühle. Diese Brücke ist eine Übergangsphase oder Entscheidungen. In einer Brücke können wir immer entscheiden, welche Richtung uns bewegen. Überqueren wir das Fluss oder gehen wir zurück? In welche Ufer, welche Richtung bewegen wir uns? Und das, was zum Erwarten ist, es ist zwar eine Übergangsphase, entweder kommt jemand auf euch zu mit Gefühlen, aber es ist noch eine Übergangsphase, kann auch bedeuten, dass ihr eine gewisse Entscheidung steht, eine bestimmte Richtung und ihr habt das Gefühl, ihr seid noch nicht so weit, jetzt klare Entscheidungen zu treffen, aber die Richtung sollt ihr bestimmen und die Kelchen sagen, dann hört ihr auf euren Gefühlen und es hilft dabei zum Orientieren. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Ihr bekommt ein verlockendes Angebot. Dieses verlockende Angebot kann gut ausgehen und habt ihr Glück dabei, aber es entsteht hier ein gewisses Risiko, weil das kann auch zu Verlust führen. Also überlegt ihr gut, ob ihr dieses Angebot wirklich annimmt oder fragt nochmal nach, klärt ihr das, weil hier in diesen Karten wird ein gewisses Risiko vermittelt. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Eine langsame, vorsichtige Bewegung, entweder von eurer Seite, kann auch bedeuten, dass jemand auf euch zugeht und hier erscheint die Feuerelement. Das ist Begeisterung, das ist Leidenschaft, das ist aktiv, ist auch in Bewegung, aber dieser Mann schaut in alle Richtungen, welchen Gefahren lauschen hier, also eine sehr vorsichtige Haltung.
Kann bedeuten, dass ihr sollt vorsichtig sein, kann auch bedeuten, dass jemand auf euch zugeht und ist momentan noch sehr vorsichtig. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier kommt etwas im Gleichgewicht. Ein Treffen, eine Versöhnung. Und hier kommt auch etwas in Harmonie. Auch die Gefühle, auch die Verstand. Schöne Gespräche, eine Versöhnung, eine Klärung. Hier kommen klärende Gespräche, aber auch ein Zusammenkommen, eine Versöhnung. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier erscheinen die Heiligtümer. Das hat auch mehrere Bedeutungen. Entweder hilft es eine meditative Haltung, einen ruhigen Ort, oder hilft die Spiritualität oder religiösen Themen, was ihr gerade braucht. Das bedeutet aber auch die Geist. Und wenn es um Liebe geht, dann würde diese Karte bedeuten, dass jemand mit guten Gedanken an euch denkt. Es ist nicht im Tat ein Anruf oder ein Nachricht, sondern hier geht es um Gedanken oder um die Telepathie, dass jemand spürt euch, eure Nähe, oder ihr habt das Gefühl, dass er oder sie, der Partner oder Partnerin oder Wunschpartner, wie auch immer, ganz nah bei euch, er spürt die Energie der anderen. Und das spielt sich nicht im Tat, sondern mehr im Gedanken. Das sind Wünsche, Sehnsüchte. Und diese Karte vermittelt mir, jemand denkt an euch und diese Gedanken sind sehr schön und angenehm. Wer von euch hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Ihr braucht Luft. Ihr braucht einen Freiraum und ihr habt das Gefühl, es sind begrenzt. Hier ist auch die Zaun, auch diese Wand, also eure Möglichkeiten ist begrenzt momentan, aber ihr habt dieses Bedürfnis, über die Grenzen zu gehen. In dieser Karte ist noch Wichtiges zum Sehen, dass jemand beobachtet euch. Also hier fühlt euch begrenzt, wichtig ist die Raum, die Freiraum, und ihr möchtet etwas verändern und ihr sucht eure Möglichkeiten. Und die letzte Karte ist hier. Das kann auch viele Bedeutung haben. Ihr vergrößert etwas oder habt ihr Termine in ein Amt oder Gericht oder Finanzamt oder Bank oder Schulung. Es kann auch eine Großstadt sein, dass ihr gerade in diesem Großstadt seid oder Umzug ist. Diese Karte bedeutet auch, etwas zu vergrößern. Diese Karte kann auch bedeuten, eine Person, wo eine Rolle spielt in eurem Leben, eine Amtsperson, aber kann auch bedeuten, eine große, schlanke Mann oder natürlich Dame kann das auch sein. Wie ich schon sagte, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte kontaktiert mit mir. Und ich habe noch die Überraschung, die Süßigkeiten. Und was vermitteln die Süßigkeiten zu diesem Orakel für den heutigen Tag? Die Bedeutung dieser Karte ist Hingabe. Und das war mein heutiger Tagesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.